Booyah, meine Freunde, neulich habe ich etwas begonnen. No Damage plus No Coin plus No Jump. Und ich habe deswegen schon für die erste Welt irgendwie 1,5 Stunden gebraucht. Es ist wirklich eine absolut verrückte Challenge und heute geht es weiter. Wie werde ich mich in der Wüste und in Seeland anstellen? Ich meine, ist das überhaupt möglich? Am Ende des Videos gibt es noch eine ziemlich geile Ankündigung, deswegen bleibt dran. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wenn ich sowas mache, achte ich darauf, dass ich die Fenster zumache, damit meine Nachbarn mich nicht umbringen. Jetzt sind alle Fenster zu, alle Türen sind zu. Aus diesem Grund... I guess I never miss, huh? Wenn ihr vom Boden aus A oder B drückt, dann ist das ein Sprung. Das ist verboten. Münzen einsammeln ist verboten. Und was auch verboten ist, verletzt werden. Also Walljumps sind ja... Aua. So, da hat jemand geschrieben, ich habe jetzt auch eine Switch, aber keine Spiele. Du hast eine Switch, aber kein einziges Spiel. Das ist ein bisschen weird, weil im Normalfall kauft man sich ja eine Switch in einem... Are you serious? Ob da eine Münze drin war. Ach nein, das war oben links. Es gibt ja einen Nintendo-Mitarbeiter, der gesagt hat, auf jeden Fall da. Da muss eine Münze hin. So, da hat mich immer gefragt, machst du auch alles Subräume? Nein, es geht nur darum, das Spiel durchzuspielen. Ob ich 100% mache, willst du mich eigentlich komplett verarschen? I'm already Tracer. Es gibt übrigens von dem Song eine deutsche Version gesungen, unter anderem von Strawberry Cake. Ich nehme mich Tracer. Ich bin schon längst Tracer. Und wir haben unsere dickste Wunsch. Wo ist das Problem? Hügel, würdest du mir bitte den Mond geben? Dankeschön. Seht ihr, Leute, auch Hügel können nett sein. Gerade wenn man zwei hat an der Brust. So. Oh mein Gott, das war ja so knapp. Der Mond in den Laden hat jemand geschrieben. Da komme ich nicht durch, du Schlaumeier. Wie soll ich da denn rein, hä? Wie soll ich da denn rein? Krank, Mann. Ich muss auf so viele verschiedene Sachen achten. Okay. Aber das ist so ein komisches Gefühl, zu spielen, ohne einfach normal zu springen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, als würde man zur Schule gehen, aber ohne zu gehen. Stattdessen, keine Ahnung, nur mit einem Bein hüpfen oder was auch immer. Gib's mir, Kugelwilli. Elevated. Alles gut zum Geburtstag. Mit 18 bist du alles andere als alt. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Der Google Willi hat die Kiste zerstört. Ich freue mich jetzt schon. This is the best day of my life. I'm killing myself tomorrow. Ich glaube, Leute, wir werden hier eine Weile an der Wüste sitzen. Zack. Zack, 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 zack. Oh mein Gott, das war knapp. Und habe jetzt schon 6. Oh mein Gott, ich komme nicht raus. Was soll ich machen? Wie viel war da drin? Und der ganze Spaß nochmal. Und diesmal darauf achten, dass wir nicht in der Kiste landen. Holy fucking shit. So, was muss ich machen, weil mein Bild gefreezed ist? Hab nur starten? Oh Gott, ich wurde verletzt. Das habe ich verdient. So, let's go. Du bist number one. Number one. Spring, 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 spring. Ich meine, bleib in der Luft, bleib in der Luft. Lieblingsanime hat mich jemand gefragt. Ich würde sagen, mein Lieblingsanime ist... Zeiten ändern dich von Bushido. Ich muss schlafen, hat jemand geschrieben. Als ob da jemand um 20.17 Uhr schlafen muss. Du musst nicht schlafen. Du bleibst jetzt schön hier. Points auf deinen Nacken. Jetzt musst du aber von neu anfangen, dadurch, dass hier jemand was donated hat. Es geht natürlich nur um die Münzen in-game. Mit Wandspringen sollte das eigentlich funktionieren. Ike. Ich hab's mir irgendwie angewöhnt, Ike statt eigentlich zu sagen. Ich weiß nicht warum. Ist voll dumm, Ike. Ba, 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 ba. Seht ihr, wo Kugelwilli hinfliegt? Ich habe Angst. Oh, ich dachte schon. Weil ich habe zum Beispiel Angst, dass in dieser Kiste eine Münze ist. Und ich muss übertrieben auf diese Kugel Willis aufpassen und hoffen, dass sie nicht irgendwelche Kisten zerstören, wo sich Münzen darin befinden, weil ich bekomme die automatisch. Also man muss halt überlegen, welchen man sich holt. Also ich kann zum Beispiel den im Sand nicht gönnen, weil ich da springen muss und ich wurde verletzt. Holy shit. So, wir werden jetzt hier einfach auf den Vogel warten, Leute. Ihr denkt jetzt, ich habe einen Vogel, aber... That wasn't funny! Oh shit, oh shit, oh chill. Was ist eigentlich nochmal der Plural von Kaktus? Kakteen? Kakteen, oder? Ich habe früher immer Kaktus gesagt. Und ich habe Bock auf ein Kaktuseis, wenn ich das so sehe. Die in der Zunge so knistern. Oh mein Gott, Leute. Kennt ihr noch Center Shocker? Ich habe damals Center Shocker gesuchtet. Und ich habe mir irgendwie 5 gleichzeitig in den Mund gesteckt. Das klingt ziemlich falsch. So, da hat jemand geschrieben, ich habe mir mal über 100 Center Shocks gekauft und am Ende hat meine Zunge geblutet. Oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, was ich mit dem Schaf gemacht habe? Oh mein Gott, das ist wirklich die Quälerei. Sorry, Peter. Es fehlen nur noch 3 und da können wir die Wüste schon verlassen, Leute. Oh mein Gott, das geht doch ein bisschen schneller als gedacht. Oh Gott. Nein. Oh mein Gott, fast hätte ich den Ring angesammelt. Oh, shit. Warum existieren diese Ringe eigentlich, sind wir hier bei Sonic? Das habe ich mich auch gefragt. Und warum kann sich Mario eigentlich so leidenschaftlich rollen? Ebenfalls von Sonic geklaut. Sand. Ich meine, ein Sonic-Spiel gespielt zu haben, wo ebenfalls Sand vorkommt. Haben die auch von Sonic geklaut. Blauer Himmel. Das haben die auch von Sonic abgeguckt, genau wie das Real Life. Das ist kein guter Winkel. Aber ein guter, reiner Winkler. Jetzt bitte kein Belasto-Flip mehr.
Ich habe meine Emotionen vollkommen unter Kontrolle. Bitte kein Scheiß machen, Mario, ja? Keine Bank ausrauben, keine Goombas erschießen. Das, was du sonst mal tust in Mario Fan Games. Oder benutze hier den Zwei-Spieler-Modus. Ike, geht das auch ohne? Oh mein Gott, nein, 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 nein! Oh mein... Nicht wahnsinnig werden, Vic. Ohne Witz, das fuckt so ab, ne? Also entweder ich gucke geradeaus, dann wirft er ihn zu weit nach unten. Wenn ich dann versuche, geradeaus zu gucken, indem ich ein bisschen höher schaue, dann berühre ich die Münze. Oh mein Gott, ich bin... Ich habe so... Angst! Dankeschön, holy shit. Wer kommt überhaupt auf die Idee? Please God, kill me now. So, da hat jemand geschrieben, als ob du immer noch Sand bist. Bist du ganz am Anfang reingekommen, sofort wieder rausgegangen und 30 Minuten später kommst du wieder rein, nur um das zu schreiben? Schon unehrenhaft. Sieht ein bisschen aus, als würde mich ein Alien von hinten massieren oder so. Aber ich bin so verspannt, Leute. Ich bin so scheiß verspannt. Alles klar. Na, was? Wo war diese scheiß Münze jetzt? Dieses Ding ist so fett und riesig. Genau wie mein D. Nice, Freunde, wir können die Wüste verlassen. Gucken, ob dieses... Ich bin gesprungen. IQ plus 10.000. Was für ein scheiß Belastoflip war das, bitteschön. Oh mein Gott, das war ja so dumm. So, pass mal auf, Leute, das wird jetzt ein Hunderte. Also wenn das 100% sind, dann schuldet ihr mir 100 Euro. Shit. Okay, Freunde, wir können die Wüste verlassen. Wann werden Smash-Videos kommen? Bald. Wann kommen die IB Switch-Controller? Bald. Streamst du auch wieder Let's Go Pikachu? Bald. Bist du fett? Bald. Wann machst du mit deiner Freundin Schluss? Wann kommt Ali Tails? Netter Versuch. Wann wirst du witzig? Bald. Das ist Number One, aber ich bin jetzt bisher nicht gesprungen, oder? Nein, warum ist deine Münze? So, wer das Lied als erster errät, der bekommt persönliche Kicks von mir. Goombas, geht doch mal weg. Geht doch mal weg. Und warum erinnert ihr mich immer an Jengis? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe mich nicht. Ey, ich traue dieser Map nicht, ne? Überall könnten Münzen sein. Das ist so der Abfuck. So, was ich als Fisch mache, juckt halt gar nichts. Jengis ist Echo-Fight von Goombas. Als ob, Leute. Man kennt Goomba in Smash. Walljump? Und töten ein paar Goombas und sammeln dadurch Münzen ein. Denn auf Münzen haben wir ja besonders Bock. Stell dich mal vor, Zeitreisen wäre möglich, ne? Ihr würdet beispielsweise ins Mittelalter reisen. Und ihr würdet den Leuten aus dem Mittelalter Smartphones zeigen. Fotos mit denen machen, Musik abspielen oder was auch immer. Das wäre doch so crazy für die, die würden euch direkt umbringen. So, wenn diese gelben Goombas mir jetzt nochmal Münzen geben, dann raste ich aus. Ich bin gesprungen, oder? Wieso bin ich denn jetzt gesprungen? Bin ich irgendwie komplett grenzdumm? Das ist ja vollkommen grenzdumm von mir gewesen jetzt. Übrigens, Leute, wenn ich irgendwie mal richtig... Oh mein Gott, das war ja so knapp. Ich dachte, ich verletze mich jetzt. Fuck. Warum sollte man hier Münzen platzieren? Ich versuche jetzt nur auf Deutsch zu sprechen, beziehungsweise keine Anglizismen mehr zu benutzen, okay, Leute? Freust du dich noch auf andere Spiele außer... Schmettern. Lass mich kurz überlegen. Im Moment habe ich tatsächlich nur Schmettern ultimativ im Kopf. Lass mich bloß in Ruhe. Nein! Was zum Teufel? Die Stelle ist Krebs. Es ist so lächerlich. Da muss ich unheimlich schnell sein. Unheimlich schnell. So schnell, dass es unheimlich ist. Versteht ihr? Oh, ich hasse diese Stelle maximal. Nicht minimal, maximal. Okay, ich habe einen Plan. Mal gucken, ob ich schnell genug bin. Endlich! Oh mein Gott, Leute, ich habe es geschafft. Habe ich irgendetwas gesagt? Tricky, habe ich gesagt. Ups, ich meinte... Trickreich. Bei dem muss ich ein bisschen aufpassen, weil der kann mich tatsächlich verletzen. Au, weia. Dieser Karnickel ist ein äußerst gewiefter Geselle. Zack. Und jetzt schnell weg, denn er platziert Münzen. Wer ist denn Fierce in Fire? Angst etwas Feuer ist ein guter Geschwindigkeitsrenner. So, Freunde, wir haben es geschafft. Wir halten jetzt einen Dreifachmond. Verrückt, verrückt, verrückt. Forstland wird das Allerschlimmste, aber bisher haben wir alles geschafft. Wir haben keine Münze, wir haben keinen Schaden davon getragen. Und wir sind nicht gesprungen. Mit Checkpoints geht das relativ gut voran. Jedoch dauert alles
Ewigkeiten. Das sieht immer alles so kurz aus, weil die Videos 10 bis 11 Minuten lang sind. Bis zum nächsten Mal, Mario Odysseus. Jetzt kommt die Ankündigung und endlich kann ich es sagen, Leute. Am 7.12., also direkt zum Release-Tag von Smash Bros. Ultimate, wird es auf meinem Twitch-Channel einen 6-stündigen Mega-Stream geben. Und mit Mega meine ich wirklich Mega. In Kooperation mit Nintendo werden wir zusammen Smash in einem Kinosaal spielen. Es werden unter anderem Jenks dabei sein, Neek und viele, viele weitere. Ihr habt übrigens ebenfalls die Möglichkeit vorbeizukommen. Geht auf mein Instagram oder Twitter, um zu sehen, was ihr dafür tun müsst. Der Stream beginnt übrigens um 16 Uhr und endet um 22 Uhr. Also tragt den 7.12. im Kalender ein, es wird hype. Bis zum nächsten Mal und haut raus. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.